Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind heute in Ridgeview unterwegs, ja, Ridgeview Court. Warum hockst du da so? Musst du mal Kaka machen? Zusammen mit der Jatze. Kaka? Hallöchen. Ich kack hier noch im Bus, du. Ja, sah gerade so aus, als wenn du mal müsstest. Oh, mal kurz einen reinbrezeln hier. Ich würde hier rausgehen. Ah, nee, warte. Ob die Leute das auch so lustig finden? Nee, bestimmt nicht. Abgesehen davon, du würdest den Kotten ja mit raustragen, weil es in die Hose gefallen ist. Marc Straffen ist heute unser Fall Nummer 293. Marc Straffen. Straffend. Marc hat einen straffen Krawatte. Reagiert auf Einzelpersonen. Ja. Keller. Wir müssen den Geist mit Räucherstäbchen abwehren, anhand eines Bewegungssensors feststellen, dass er überhaupt existiert und ihn mit einem Fotoapparat erschießen und der Strom ist im Keller. Genau. Hab ich schon gesagt. Aber hast ja bestimmt zugehört. Ja, ich hab dir zugehört. Ich hab immer ein offenes Ohr für dich. Aha. Ich bin Multitasking. Nee, das bist du absolut nicht. Ich kann dir zusehen und mir zuhören. Du denkst, dass das geht, ja. Nee, du denkst es, du kannst das. Ich rede dir zu und höre mir weg. Also hier sind 5 Grad. Im Haus, oder? Ja, ist doch noch gar kein Strom an. Kleiner Moment, ich bin gerade doof. Ja, nichts Neues. Nee, warte, ich habe ausgemacht. Jetzt ist an. Lass dir mal die Tür auf. Im Keller haben wir 10 Grad. Hier sind 6. Immer noch? 8. Wo bist du? Ah, da, in der Küche. Hier sind 7. Ich bin auf dem Klo. Dö, kack sowieso. Dö, Alarm ist die Tür da. Auf? Haben wir hier irgendwo einen versteckten Gegenstand? Nein. 9 Grad hier im Schrank. Schrei mich nicht so an. Habe ich geschrien? Ja, bei dir brennt's wohl. Also, nee, noch nicht. Ja, aber hier sind, ja, hier schwanken die Temperaturen ein bisschen. Hier schwanken die Temperaturen? Mhm. Vielleicht kommst du in eine Wechseljahre. Also, wieso, glaube ich, habe ich langsam das Gefühl, ey. Irgendwie ganz merkwürdig. Wo ganz bist du? Merkwürdig. Ah. Ich bin hier hinten so, ich habe ein bisschen geguckt wegen verfluchte Gegenstände. Ja, ich auch. War das in der Küche? Hier, oder? Oh, hier ist die Schranktür auf. Ja. Hier ist eine Schranktür auf. Wo ist hier? Na, hier oben. Kannst du mir das genauer definieren? Irgendwo schon wieder. Aber ich weiß nicht wo. Welche kannst, direkt? Kannst du das genauer da definieren? Da hinten. Längen und Breitengrad brauche ich. Badezimmer. Nee, hier im Schlafzimmer ist auch auf. Aber hier sind nur 13 Grad. Hier sind 11. 2. 1. Hier, Knochen. Wo? Hier im Badezimmer. Hier ist auch 4 Grad. 1 Grad. Hier liegt ein Knochen. Hä? Ohne Moment, du. Ich muss mal. Ja, ehrlich, da vorne auf dem Boden, hast du gesehen? Sag mal. Hier sind 3. 0,8? 0,8? Runde auf, 1 Grad. Nein, 0,8 habe ich gesagt. Jetzt wirst du aber kleinlich. Also, ich habe schon wieder gespuckt beim Reden. Was ist denn los mit mir heute? Feuchte Aussprache. Regenschirm. Und nun zum Wetter. Heute wird es regnen. Wer hat das Licht ausgemacht? Wer hat das Licht ausgemacht? Er hat das Licht ausgemacht. Bei dir? Ja. Ich war das nicht. Du Arsch, du warst. Ich war das nicht, ohne. Lass doch mal. Ich wollte wegen Fingerabdrücke gucken. Ach so, ja, warte, ich mach dir das Licht aus. Hab ich schon. Oh. Bitteschön. Hey, wieso machst du jetzt du wieder warst an? Das. Ich hab das nicht ausgemacht. Nein, ohne Witz, ich war das nicht. Halt die Busch. Du musst mir mal glauben, hab ich dich jemals veräppelt in diesem Spiel? Ja, mehrfach. Ja, okay, aber ich hab das Licht wirklich nicht ausgemacht. Aha. Und ich hab dich ja auch nicht veräppelt. Ich hab dir kleine Streiche gespielt, bei denen du gestorben bist. Das ist ja. Mhm. Vorsicht, Zapufer auf der Kommode. Irgendwo ging eine Tür auf. Ja, das war hier hinten da im Badezimmer.
die Tür. Tough Move an die blöde Spieluhr. Alter, hier gehen überall Türen auf. Da, jetzt gucke ich wegen Fingerabdrücke. Ja, das mach mal. Ich hab, warte, ich hab noch eine Kamera. Wir müssen einen Videobeweis festhalten. Ja, hier ist nix. Keine Fingerabdrücke. Hä? Alter, was ist mit ihm los, ey? Aber ich hab doch eben auch was gehört, oder war das unten? Jetzt sind keine Fingerabdrücke. Hat er keine wahrscheinlich. Nee, ich meine, war das vielleicht unten hier irgendwas eben? Ey, hier sind, geht überall. Zwillinge vielleicht. Na, wahrscheinlich, ey. Weil die agieren ja sehr viel, zum Beispiel in verschiedenen Räumen. Oder der wandert ein bisschen. Bisschen? Die alte Wanderscheuche. Hier sind 2 Grad auf dem Flur. Hier sind 2 Grad auf dem Flur. Ja, der ist irgendwie... Hier über den ganzen Flur geht der, glaube ich. Sag mal, mit dem letzten Update kann das sein, dass die Ausdauer beim Laufen gekürzt wurde? Ja, oh, ich hab das Gefühl, ich bin krankhaft fettleibig. Ich laufe 3 Meter und habe keine Puste mehr. Ja, die sind hier überall. Hier 2 Grad, hier überall. Ja, ich bereite trotzdem einmal das Badezimmer ein bisschen vor. Hier war die Tür, hier die Tür. Aua, aua, er haut sie mir voll gegen die gegen den Kopf. Ja, da war aber vorhin schon nichts an. Das wird jetzt einiges erklären. Oh nein, du leckst schon wieder. Oh, was mache ich? Naja, du läufst so ruckelig. Ich hoffe, du fliegst nicht wieder raus. Ja, du auch. Ich hoffe, ich flieg nicht raus. Ich bereite jetzt das Badezimmer vor. Ich will immer hüpfen, wenn ich so laufe, aber ich verraff immer das in dem Spiel, dass du nicht springen kannst. Aha, wieso willst du denn in dem Spiel ist ja Reality. Ja, ja, ist voll real. Aber warum willst du hier hüpfen? Bist du ein Gangster for real? Wie redest du denn? Nur so, einfach. Hat keinen besonderen Grund. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja, pass mal auf, Shia. Ich gehe jetzt noch mal mit dem Buch rein. Shia? Ja. Brauchst du Ärger? Das sagt man heute zu den Chicas. Ah. Tut mir leid, ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich habe das Peter Pan-Syndrom. Bin da nicht mehr so ab zu... Ich kann fliegen! Auf die Klappe fliegen, ja. Ich bin wie Superman. Nur, dass die Schwerkraft bei mir ein bisschen stärker fungiert. Ich flieg nicht nach oben, ich flieg Superman. Nach unten. Superman. Ja. Ja. Oh, Licht flackert. Gewitter! Donner! Und Blitze. Da kommt ja eine Taschenlampe. Kommt das Gewitter gerade erst, ne? Oh, hier, Wasser läuft. Ziemlich verschwenderisch. Echt? Die Tür hinter dir geht zu. Aber langsam. Ja, kein Thema. Ich mach wieder auf. Auf? Achso, du hast aufgemacht. Ja. Aber irgendwie sind die nicht so aktiv. Also schon, aber man sieht nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade hier in dem Raum nebenan was gehört habe. Ja, aber irgendwie man sieht die nicht oder so. Das ist irgendwie so... Ja, ist ziemlich schüchtern. Na, ehrlich, mein innerer Monk. Ja. Ach, damit kann ich leben. Ich hole mal eine Kamera. Nein. Und einen Bewegungssensor. Wir können ja auch mal langsam anfangen, hier Quest abzuarbeiten, wenn wir schon keine Beweise finden. Gefriertemperaturen hat man nicht. Ich gucke erstmal, ob der überhaupt da drin ist. Ja, der ist da drin. Der wackelt doch immer an der Tür. Oder er ist im Flur. Das wäre natürlich. Nee, gar nicht. Das Waschbecken war doch auch an. Ich habe eine Nachricht für dich. Was denn? Hat sich erledigt. Das war nichts. Oh Gott, das war ja süß. Warte mal, Kamera. Eklig. Wieso? Das ist widerlich, das will keiner hören. Was? Dein Rülpsen. Das war innere Liebe. Aber man sieht... Ja, ja. Links ist... Hä? Schreibt der ins Buch? Hast du links das Buch gestellt oder rechts von der Kamera? Links, glaube ich.
Nee, rechts musst du das gestellt haben. Ja, doch. Gelegt haben. Ja, hier kommt jetzt geh drauf mal an, gucken, von ich glaube, welcher. der hat ins Buch geschrieben. Ja, von deinen rechts meine ich ja. Ja, Ja, genau, der er hat hat das ins Buch Buch geschrieben. geschrieben. Das stimmt. Hab ich Ja, gesehen. da gebe ich dir recht. Aber Kleinen man hat Moment. sonst nichts gesehen. Okay. Zählt das auch Mach noch? mal das Licht aus. Bewegungssensor ist abgehakt. Ja, da war. Ach so. Ja. Ist das Spiel doof? Ich bin da durchgelaufen. Naja, wahrscheinlich ist er dir hinterhergelaufen. Was haben wir Jetzt läuft er denn? schon wieder durch. Also haben wir jetzt als Und die Tür Beweis ist auf. das Buch? Buch. Mehr nicht. Nicht mal Fingerabdrücke hattest du Orbs. auch nicht. Nee, habe ich geguckt gehabt, habe ich nicht gefunden. Keine Orbs, kein Dots. Wir haben ja schon alles drinnen, ne? Ich bin jetzt gerade Ja. rausgelaufen. Dann wird es wahrscheinlich die Box sein und IMF. Das Gewitter kommt immer näher. Alter, das hat aber gerumpt so. Ich sollte eine Metallstange Also, in die Hand nehmen, um den Blitz ich abzuwehren, wenn er tippe kommt. auf Box und IMF. Er läuft schon wieder durch. Und Ja. man Ach sieht so, du nichts. hast hier immer Notizen. Er hat das Wasser dreckig gemacht. Ihhh. Er hat etwas Ja, ins Buch geschrieben. was interessiert mich das mit dem Wasser? Ja, weil vorhin Bringt hing mir eine. das was? Da hing eine Notiz. Nein, aber das kann ein Tipp sein. Vorhin hing eine Notiz beim Foto, er hat was nach mir geschmissen. Und dann Ja weißt du ja, und? okay, er ist wirklich in dem Raum drinne. Ja und? Sowas Arrogantes, alles. Doch. Wir brauchen noch ein Foto vom Also, Geist und Räucherstäbchen. Kannst du was ja, das mitnehmen? zeigt sich ja nicht mal. Doch, wenn wir da jetzt reingehen. Kannst du was mitnehmen? Nö. Gut, das ist Teamwork, ja. Fingerabdrücke hatten wir jetzt ja Du nicht. kriegst eine Ehrenmedaille als Mitarbeiter des Monats, ne? Ja, wie immer. Was soll ich mitnehmen? Teamplayer des Jahres. Entweder die Räucherstäbchen Feuerzeug oder Kamera und ich nehme Räucherstäbchen Feuerzeug. Ich nehme Kamera. Das war so klar. Ich nehme noch mal das Thermometer mit, weil es kann ja sein, dass es auch vielleicht noch mal. Fieber. Ja, Fieber. Dass einer von uns Fieber kriegt. Dann können wir schnellstens Fieber, agieren. Fieber. Night Fever, Fieber, Night Colonia. Fever. Ja, yeah, do it. Jasse ist im Klo. Dö. Sie kackt hier so. Dö. Hast du den Knochen schon fotografiert? Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Soll ich die Habe ich. Räucherstäbchen schon mal zündeln? Aber dann haben wir wieder keine Beweise. Also Gefrier ist jetzt hier auch nicht unbedingt, oder? 0,7. 0,2? Nee. Aber es kommt Ich ja weiß dicht nicht. dran. Also es könnte sein, dass wir Gefriertemperaturen Hast kriegen du den würden. IMF überhaupt hier drinne? Ja, auf dem Klo. Auf dem weißen Haus da. Musst du dich übergeben? Ja, Du hast dich so über bei die so Schüssel viel Kacke, gehangen? die du quatscht, Ach Gott, komm, muss hör ich doch brechen. auf! Ach, Kacke, wo? Ja? Fachmännische Gespräche hier, ich bin Geisterjäger. Wie hieß der Geist? Mark Mark. Straffen. Mark Straffen, kannst du mit mir reden? Bewegungsmelder! Ich habe jetzt kein Fotoapparat und der steht hier nackt. Ich fühle mich Nee. belästigt, doch es ist widerlich. Wo denn? Im Badezimmer hinter der Tür stand er. Nackt. Echt? Splitterfasernackt, ohne Glied. Oh ja, IMF2. Oh, IMF4. Oh, das sieht gut aus. Hier hinter der Tür. Wie mache ich die Räucherstäbchen an? Ich bin tot. Ich hab schon wieder vergessen, wie man die Räucherstäbchen anmacht. Es ging einfach nicht. War das nicht F? Ich hab F gedrückt. Das ist so frech. Ich Ey, kann raus, wa? der Bewegungssensor reagiert auf mich als Geist. Ja, das weiß ich. Das hat er letztes Mal bei mir auch schon. Okay.
Sag mal, die Räucherstäbchen. Kannst du mal, im Auto ist noch ein Feuerzeug und Räucherstäbchen, ne? Nur mal zum Testen. Kannst du, wenn du unten in der Haustür gerade reingegangen bist, da, achso, ich habe gar keine Tür. Leiche. Kannst du denn einmal gucken, wie die angemacht werden? Ich habe E und F gedrückt. Hä? Im Wechsel. Weil F hat nicht funktioniert, dann habe ich schnell E gedrückt. Und dann habe ich wieder F gedrückt und dann habe ich wieder E gedrückt, weil die Räucherstäbchen nicht angingen. Ja, ich habe Fotos gemacht, aber kein Geist dabei. Er ist übrigens nackt. Ich finde das ziemlich... Also ist ja schon verstörend genug, dass es hier spukt, ja? Aber dass mich da der Geist, dass das so ein Nudist ist, der oder Exhibitionist, ja, der sich unbedingt nackig zeigen muss, das finde ich ist eins zu viel. Was habe ich denn jetzt? Das Kamera brauche ich mehr, kein Bild mehr über. Nimm mal ein Kreuz mit. Du hättest auch eine andere Kamera mitnehmen können. Nein, dann speichert er die Bilder ja nicht. Okay. Kannst ja nur so und so viele Bilder machen, das hatten wir doch letztes Mal schon. Ach, das Buch ist voll. Ja, glaube ich. Hast du das mit den Räucherstäbchen ausprobiert? Nö, ne? Boah, jetzt habe ich gar kein Feuerzeug hier. Ja, an meiner Leiche müsste eins liegen. EMF. Oh, die Dusche ist an. Wo ist jetzt hier das Feuerzeug? Hier bei den... Nee, hier sind Räucherstäbchen. Ah, und? Ja, da komme ich doch. Ich hab's schon. Okay. Ah, jetzt habe ich die Räucherstäbchen. Oh, hier liegen welche, hier liegen welche. Hast du hier noch? Ja, ja. Das sieht aus wie ein Penis. Ach, da. Ich bin mit Ständer gestorben. Okay, im F haben wir auf jeden Fall. Was hast du gedrückt, um die anzumachen? Rechts. Rechte Maustaste? Ja. Oh. Feuerzeug an und rechte Maustaste. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe F gedrückt. So. Ja. Deswegen bin ich gestorben. Dann haben wir doch wahrscheinlich jetzt IMF-5, ne, gehabt? Ich denke mal, dass das die Box und IMF-5 ist. Ja, aber dann hätte er doch schon was gesagt, so oft wie er sich gezeigt hat. Ja, was willst du sonst machen? Da ist ja nichts. Jetzt läuft er wieder durch. Oder warst du da? Ah, nee, ich glaube Dots. Oh, ey, das kann man aber schlecht sehen, ob das jetzt der Dots war. Also ich würde dann echt IMF und Dots tippen, wenn das geht. Ah. Dots. Dann wäre es noch der Degen und der Taille. Und mit IMF sind beide raus. Also IMF nicht. Wenn es der Dots-Projektor ist, kann es der IMF nicht sein. Was wäre es dann? Warte mal. Der Degen, der reagiert. Nee, gar nicht. Der hat als Beweis die Geisterbots mit dem Dots-Projektor. Und der Teil wäre Geisterorbs. Also Orbs, wenn du den Dots-Projektor hast, muss es Orbs ja, oder... Ich weiß es ja nicht hundertprozentig. Das ist ja das. Das sieht man nämlich so schlecht. Der, also er selber war immer hinter der Tür. Er kam auch beide Male, als ich ihn gesehen habe, da. Da, wo die Tür jetzt zugeht, quasi links daneben. Ah ja, ich weiß, da war ja auch der EMF. Also ich... Ey, das ist doch kacke, ey. Der Taille wird mit der Zeit weniger aggressiv und startet wild. Und das hat er ja nicht gemacht. Und der Degen benötigt sehr viel Energie, um Gestalt anzunehmen und bewegen sich sehr langsam, wenn sie sich ihrem Opfer nähern. Ja, ich weiß halt nicht, ob er da jetzt zwischendurch durch diesen Dots gelaufen ist oder ob das einfach nur täuscht von diesem Licht. Der Degen ist auch krass. Du kannst dich, er kann deine Aura spüren als Lebender und dann kannst du dich nicht vor ihm verstecken, aber er ist lahmarschig und deswegen kannst du vor ihm weglaufen. Hm. Du warst anscheinend nicht schnell genug. Ich war in der Ecke des Raumes, also er kam ja von der Tür.
Und ich wollte ja die Räucherstäbchen anmachen. Aber das hat ja... Die du mal wieder nicht hingekriegt hast. Ja. Die kriegst du immer im falschen Zeitpunkt nur hin. Ja, ich kann die wasten oder gar nicht anmachen. Ich bin halt ökologisch, also, ja? Das raucht mir zu viel. Also ich mach jetzt einfach IMF und... Du hast den Knochen nicht mitgenommen? Box. Nö. IMF und Box? Ja, mache ich jetzt einfach. Ich nehme den Spirit. IMF. Also Dots hast du jetzt auch nicht mehr weiter gesehen? Gar nicht. Es ist nichts sonst. Also ich bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, weil man sieht und das Wasser reflektiert halt so. Deswegen, also ich nehme das jetzt. Nee, kann ich nicht ausmachen. Nein. Also ich nehme das jetzt und dann würde ich fahren. Ja, aber die Geisterbox hätten wir doch gehört. Ja, keine Ahnung. Ich mach das. Du kannst ja einen anderen nehmen. Ich drücke jetzt die Tür. Ein Moment bitte. Ich will nur mal noch eine Sache nach. Ich hab schon. Ich bin schon weg. Ja, alles gut, ja. Ich hab den Shade genommen. Mhm. Ach, leck mich doch, Jasmin. Ha! Wupp, wupp. Wupp, wupp, wer ist die Geilste hier? Ich. Ja, denn war das ein Bug im Spiel. Ich habe keinen Soundeffekt von der Geisterbox, wenn er redet. Ist halt so. Als ob das mein Verschulden ist. Ach komm, oh, hör doch auf. Hab ich nicht. Der Weihnachtsmann bringt dir ein paar Taschentücher. So viel wie du am Jammern bist du. Ja, der Weihnachtsmann kommt. Geil. Ich war artig. Oh. Moderier mal ab. Ja, das war's wieder mit einer weiteren Folge Phasmophobia. Leider hat Jasminus in die Irre geführt, weswegen wir den Shade genommen haben und gestorben sind, weil sie uns total irre gemacht hat. Und wir hatten ja diesen Bug und lauter Probleme. Wenn die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns definitiv das nächste Mal wieder. Würde mich freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.